Wir hatten in Paris lange Zeit darüber diskutiert, was die Zielmarke für das Pariser Abkommen ist. Wir haben uns am Ende darauf verständigt, statt 2 Grad zu formulieren, well below 2 degrees, also deutlich unter 2 Grad, mit einem Blick darauf, möglichst auch eine Beschränkung auf 1,5 Grad zu erreichen. Da ich an diesen Verhandlungen beteiligt war, will ich noch mal sagen, dass wir damals eigentlich gemeinsam der Auffassung waren, das ist nicht ein neues Ziel, sondern das ist fast mehr wie eine Versicherung für die kleinen Inselstaaten, für die besonders vulnerablen Länder in Küstenregionen, für Afrika vielleicht, dass wir sie nicht allein lassen bei der Bewältigung des Klimawandels. Wenn wir jetzt den Bericht sehen, hat das eine völlig andere Dimension. Aus meiner Sicht gibt es 2 sehr wesentliche Botschaften. Das eine ist, es ist noch möglich, diese Begrenzung auf 1,5 Grad zu erreichen, auch wenn es sehr, sehr große Anstrengungen bedarf, jedenfalls deutlich größere Anstrengungen als für die Erreichung des 2-Grad-Zieles. Und auf den entsprechenden Pfad sind wir ja auch noch nicht eingeschwenkt. Aber die Aussage der Wissenschaftler, zu sagen, das ist erreichbar, ist eine zentrale und positive Nachricht. Und die zweite Nachricht oder die zweite Botschaft an den Politikbetrieb ist, die Unterschiede zwischen 2 Grad und 1,5 Grad sind gewaltig. Ich bin selber kein Klimawissenschaftler, aber befasse mich auch nicht erst seit wenigen Tagen mit dieser Fragestellung. Und ich muss sagen, diese Darstellung der Unterschiede zwischen einer 2-Grad-Welt und einer 1,5 Grad und das Herausarbeiten, was das doch nochmal für die Welt an großen, erheblichen, negativen Entwicklungen mit sich bringt, wenn wir eben nicht bei 1,5, sondern nur in Anführungsstrichen bei 2 Grad landen, das war für mich auch in dieser Form eine neue Erkenntnis und die muss auch nochmal handlungstreibend sein, denn Professor Pörtner hat das ja gerade dargelegt, denn wenn man weiß, dass bei 1,5 Grad eben einige 100 Millionen Menschen weniger in Armut sind, mit dem, was es dann auch auslöst, wenn Menschen in Armut geraten, das kann ja nicht egal sein, sondern das muss auch entscheidungsrelevant sein. Wenn wir hören, dass bei 1,5 Grad mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Warmwasserkorallen mehr überleben werden, während das bei 2 Grad noch möglich ist, wenn auch nicht gesichert. Das Ausmaß des Auftauens von Permafrostböden, all diese Dinge sind eben nicht ein Vergleich zwischen einer 4- oder 5-Grad-Welt und einer 2-Grad-Welt, sondern dieses halbe Grad macht den Unterschied. Und ich will gerne zugestehen, dass das selbst für jemanden, der das seit vielen Jahren mit begleitet, schon nochmal erschütternde Darstellungen sind. Vielleicht jetzt von meiner Seite die positive Sicht daraus, was wir aus diesem IPCC-Sonderbericht lernen können. Das Wesentliche ist, wir haben die Technologien weltweit in vielen Bereichen verfügbar. Vor allem der Umbau der weltweiten Energiesysteme, dazu haben wir die Technologien. Wir in Deutschland haben auf den Pfad erneuerbare Energien als Vollversorgung unseres Wirtschaftssystems uns vorgenommen. Andere Staaten setzen auf Nuklearenergie, das werden wir nicht tun, wie Sie wissen. Wieder andere sehen eine Kombination von fossilen Energien und Kohlenstoffabscheidungen, also CC und Einlagerungen, also CCS oder auch Nutzung von Kohlendioxid im industriellen Prozess. Diese Technologien kennen wir, sie werden unterschiedlich bewertet. Ich sagte ja, wir sind auf dem Weg zu erneuerbaren Energien. Und wenn ich, weil das ja gleich so oder so gefragt wird, sage, wo stehen wir denn eigentlich in Deutschland, dann ist der große Vorteil, den wir haben, dass wir bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien sehr, sehr weit vorangeschritten sind. Das hätte ich vor 10, 15 Jahren kaum für möglich gehalten, dass wir jetzt bei 35% erneuerbarem Strom im Netz sind. Wir haben uns in der Koalition gerade am vorletzten Wochenende
oder nach dem vorletzten Wochenende im Koalitionsausschuss wurde noch mal vereinbart, dass der 65-Prozent-Pfad für 2030 jetzt gesetzlich festgeschrieben wird. Vor der Bildung dieser Regierung waren wir bei 35-40% bis 2030. Das ist ein erheblicher weiterer Schritt, mit dem wir, glaube ich, auch einen Teil der Antworten geben können. Wir haben mit dieser Technologie auch dazu beigetragen, dass weltweit erneuerbarer Strom günstiger ist, verfügbar ist und damit auch für andere Volkswirtschaften eine attraktive Alternative. Wo wir noch nicht gut sind, ist, wir haben uns auf das Neue konzentriert, ohne uns vom Alten zu verabschieden. Und das ist etwas, das fällt in allen Gesellschaften erkennbar schwer, auch bei uns. Jeder kann das beobachten, jeden Tag, dass der Abschied von Alpen eben sehr viel komplizierter ist. Wir sehen das bei uns bei der Kohle, weil es gesellschaftliche Veränderungen bedeutet, weil es regionalwirtschaftliche Veränderungen bedeutet, weil wir auf Beschäftigung achten müssen, weil wir zusehen müssen, dass der Wandel, der da kommt, von den Menschen nicht als erdrückend und beängstigend empfunden wird, sondern auch als etwas, was sie mit Zukunftsperspektive versehen. Da sind wir bisher noch nicht gut. Und ich sage ganz klar, jeder, der glaubt, dass wir das fossile Zeitalter weiter verlängern könnten, dass wir uns nicht sputen müssten, irrt einfach. Ich werde jetzt nicht, auch wenn Sie gleich fragen, ein neues Kohleausstiegsdatum sagen. Dafür haben wir einen Prozess gestartet, der nur noch wenige Wochen dauert. Und selbst anlässlich eines so alarmierenden Berichtes soll man diesen Prozess, der gesellschaftlich übergreifend trägt, jetzt diese wenigen Wochen noch abwarten. Aber ich bin sicher, dass die Mitglieder dieser Kommission von Gewerkschaften über Umweltverbände, Industrie auch die Botschaften des IPCC genau hören werden und dass das Signal natürlich sein kann, sputet euch, wir müssen schneller den Wandel schaffen, wir müssen ihn natürlich gerecht gestalten, aber dass das fossile Zeitalter zu Ende geht, das ist offenkundig und dass ein Land mit den technologischen Möglichkeiten wie Deutschland hier nicht weiter hinterherläuft, sondern eher in der vorderen Front sein muss, das ist auch klar. Es ist ja kein politischer Bericht, Herr Kollege Flassbart, sondern es ist ein wissenschaftlicher Bericht. Und deshalb sollten wir, weil wir ja am Ende für alle politischen Entscheidungen auch die Akzeptanz in der Bevölkerung benötigen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und weil wir Bevölkerung bei den Veränderungsprozessen mitnehmen müssen, darauf hinweisen, dass es hier um wissenschaftliche Erkenntnisse geht. Und ich würde mich freuen, wenn sozusagen die Bereitschaft, wissenschaftliche Erkenntnisse zur Kenntnis zu nehmen und dann auch Handlungen daraus abzuleiten, wenn sich das noch etwas weiter verbreiten würde, als es heute schon der Fall ist. Wir haben die Aufgabenstellung, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland, den Wohlstand der Menschen, die hier leben und den Schutz der Umwelt versuchen müssen, in Einklang zu bekommen. Wir wenden auf der Ebene der Bundesregierung für den Bereich Energie, Klimaforschung, Nachhaltigkeitsforschung etwa 1,7 Milliarden Euro pro Jahr auf. Das heißt, wir stellen uns aktiv der Herausforderung. Speziell für den Bereich der Klimaforschung sind davon 60 Millionen Euro im Jahr vorgesehen. Ich habe eingangs erwähnt, dass wir IPCC kontinuierlich unterstützen. Wir erleben heute einen Weckruf aus der Wissenschaft an die Politik. Und ich glaube, was man nach dem, was Herr Pörtner vorgetragen hat, sagen kann, die Veränderung wird kommen. Es ist nur die Frage, wie sieht die Veränderung aus und gestalten wir die Veränderung in unserem Sinne oder lassen wir Veränderungsprozesse, die wir nicht gestalten, über uns ergehen. Und ich glaube, das, was Sie vorgetragen haben, war ein eindeutiger Aufruf, dass wir aktiv werden sollten und gestalten sollten an der Stelle und nicht einfach eine Entwicklung über uns niedergehen lassen sollten. Dazu benötigen wir eine offene politische Diskussion, auch mit Wissenschaft und Forschung. Wir haben im Klimaschutzplan der Bundesregierung für 2050 das Thema Forschung und Innovation, glaube ich, sehr prominent verankert. Und ich glaube, aus Sicht des Forschungsministeriums kann man sagen, ohne Forschung bleibt die Klimapolitik orientierungslos. Und deshalb werden wir diesen Weg kontinuierlich weiter unterstützen. Und hoffen, dass wir, wenn wir vorangehen, von Ihnen weiterhin die richtigen Hinweise bekommen, was wir tun sollen.